So, ohne weitere Umschweife, unser Hydro-Arkan wartet und let's go. Ich hoffe, dass ich es verstanden このhabe. 真相は本帝国の民にも知る権利があるだろう。私から説明させてもらう。本帝国人の起源と水神の罪について、君の推理は全く正しい。すべてはフォンテーヌのかつての水神が眷属たち、つまり純粋精霊たちの陸上で暮らしたいという渇望を感じ取ったことから始まる。純粋精霊は人間に憧れ、その美しさとロマンに魅了されていた。人間になることが純粋精霊たちの願望だったのだ。しかし水は生命と深く関係しているとはいえ、属性の七七星としての水神は人を想像できるほどの権能などは持っていなかった。そこで彼女はある方法を思いついた。この星の原始大海の力を盗むことで純粋精霊たちを人の形にし、さらにそれらの血管を使って原始大海の水を体内に包み込み、疑似的人類を作り出したのだ。そんなフォンテーヌ人が再び原始大海の海水に接触すれば、体内の力は束縛を解かれて大海に帰還する。つまり形態は溶解して純粋精霊の姿に戻る。そして、そして、無論水神の人を想像するという行為は天理からの許可を得たものではなく、natürlich, natürlich. ゆえに水神やフォンテーヌの人々は昔からずっと原始大海の力を盗んだという罪を背負ってきた。これこそフォンテーヌ人の起源だ。あなたも、私も、私たちは全員純粋精霊からできた。Naja, aber ich glaube, der Hydro-Drache ist da was anderes, oder nicht? Wobei er könnte sowas Ähnliches sein, nur in stärkerer Form.正しくなかった。順番間違いなどではなかったからだ。Was soll dann die dritte Stemplatte darstellen? 肝心なのは、石板に書かれた水中の人々は人間の姿であり、純粋精霊ではないというところだ。人々は溶解していない。つまり、絵にある水は原始大海の水ではない。正義と審判の国であるこのフォンテーヌは同時に水の国でもある。絵の中の水は実は正義と審判を意味しているのだ。ナリア殿の経験も含めて考えよう。つまり3つ目の石板に書かれていたものは、zu schnell geskippt。 水神の罪を審判する場面だ。Oh, soll das dann etwa heißen? Sie sitzt ja auch gerade traurig auf einem Thron. Es fühlt sich so an, als gäbe es keinen Ausweg. Ja,
ビリト。君の推理には実はもう一つ小さな誤りがあった。四つ目の石板に関して、君はメロピレ要塞の原始大海噴出災害がその証明になると言ったな。Ja, so habe ich gedacht. あの噴出は証明などではなく、ほんの兆しに過ぎないと考えている。Schlimmer? 災いを導く本当の根源を、君はもう目にしたことがあるはずだ。Der Wal?Ich denke immer, dass eine Filmsequenz kommt. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Er hier? Ah, sie. Auch nicht? Ja, hier der Ball. Junge, der Erde. Mata gehen sie zu dem Ball.勉強の可能性があるやつなんて大会の中にあいつ以外にいないだろ。真相、現在、審判、それから災いの根源。Zeig dich ja der Wal eigentlich. Aber ich habe dieses Wal-Symbol gar nicht gesehen als Auswahl.Ah, jetzt kommt er. Der Sphärenwal ist da. Ich wette, es ging genau. Ich wette, dass es genau der ist, den Tartagalia in seiner Kindheit begegnet ist. Und den er auch als Ult immer benutzt. Aber ich muss noch mal kurz Pause machen. Bin gleich wieder da, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Denn ich muss leider wieder kurz für kleine Jungs.So wie in den anderen drei Folgen davor. Huch, so. Jetzt aber. Weiter geht's. Ich hoffe, ich habe noch Ton. Ich wette, dass es genau der ist. やつがここに現れた理由なら十分承知している。あのクジラはテイワットに属さない。涙を流しながら星々を往来する化け物で
Ein Star Rail Wal? やつはこの星の大海エネルギーを貪り、飲み込んで、どんどん大きくなっている。これがだんだん、大海のエネルギーも、やがては尽きる日が訪れる。その次の目標こそ。水神が本体の陣を創造した時、その血管に原始大海の水を封じた。 フォンテーヌ人の血液は、あの鯨にとって、大きな魅力を放つものなわけだ。そして、だから奴が大海を離れた後は、大勢の民衆が集まり、大気上が、この人左右線の目標になった。さっきのって、あいつをひとまず追い払っただけでしょ。回復したらまた陸地に上がって、フォンテーヌ人を狙ってくるんじゃないの？ むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。今になってようやくその姿を現したのは、あのファデュイの執行官のおかげだろう。疲れ具合から見るに、クジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。Meint er damit Tartaglia, also der Graf? Was meinst du damit? Okay. 他の世界を泳ぐことだ。 Das ist krank. Hab ich? Dann kommt jetzt der Endboss mit dem Wal oder wie? Das, was ich schon vor zig Folgen prophezeit habe, als ich mich gespoilert habe. Und dann habe ich das falsche Team, weil ich wollte ja mein übliches Team gegen Wasser. Aber gut, mal gucken. Wir haben ja so ein Lieben-Team. Und wir haben meine beiden Göttinnen. Ayaka und Leiden. Mit denen kann ja nichts schief gehen. Könnte es sein, dass es, selbst wenn die Prophezeiung in Erfüllung geht, immer noch eine Möglichkeit gibt, alle zu retten? Habe ich denn da etwas übersehen? Ja, ich habe Farina vollkommen vergessen. Was wollte sie mir in diesem Moment in dem Zauberschrank sagen? Was ist ihr wahres Geheimnis? Oh. おそらく死刑執行の時間だろう。フリーラン、まだ君に聞くことが。
da ist die Prophezeiung und da ist auch der Archon, oder? Das wäre ein geiler Skin, aber bisher hat man davon noch nichts gehört. Furina mit Fragezeichen. Ja, der Archon. Das sieht mir nämlich nach einem richtigen Archon aus. Majin Hokarorus da. Majin Hokarorus da. Nase, was das Tatua Azamit. Ah, Nero. Bock no Moktekiwa, Chimitachi Damas Kotonanta. Und da sieht man auch das Leuchten in ihren Haaren besser. So wie bei den anderen Archons. Mich hätte es so interessiert, was ihre Kraft so gewesen wäre, ob sie deren Kräfte von einem Archon gerechtfertigt wäre oder ob sie so als Drittplatzierte in der Reihe der stärksten Archons zählt, weil Wasser ist schon etwas Heftiges. So ein Kamehameha-Strahl wie er hat, das wird sie sicherlich schon irgendwie eine Art und Weise drauf haben. Oder so eine Tsunami-Welle. Wer weiß, da kann man nur spekulieren. Oder so ein Wasserschwert, was von oben herabregnet, wie bei Song Lis Meteorit. So in der Richtung. Da nickt sie uns zu. Naja. Genug mit den Spekulationen. Zum Glück sind heute die anderen nicht da, weil ich nehme hier schon seit 2 Stunden gefühlt auf. Nur weil wir hier die ganze Zeit aus dem Dialog nicht rauskommen. Also ich, nicht ihr. Ich komme ja aus dem Dialog nicht raus. Aber es ist schon spannend, muss man schon sagen, das Ende. Viel spannender als die, als das ganze Geplänkel davor. Und das meinte ich mit Wasserschwert, dass sie sowas irgendwie erschafft und das dann auf ihre Gegner regnen lässt. Und das, da sieht man auch die Zweisamkeit, also das, hier Furina mit kurzen Haaren und das andere Furina mit langen Haaren. Das ist dann also ihr, so, ihr wisst schon. Das ist der Grund, warum sie zwischen langen und kurzen Haaren wechseln kann, so meinte ich das jetzt.
喜怒哀楽の感情を持つ彼女は、思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時は逃げる。彼女の長所は人間しか持たない長所。その短所も人間ならではの短所だ。Und das meinte ich dann auch mit zwei Persönlichkeiten, so wie beim Dendro-Archon. Dass die eine Persönlichkeit verschwindet und der Nicht-Archon quasi dann dort bleibt. Der weniger starke. Wenn das vorüber ist, habe ich das Mittagessen lediglich verdient, weil ich hunger langsam. Auch wenn ich zwischendurch ein paar Pausen machen musste. もう理解できただろ。君の法廷がなぜエピだが、あのフリーナは所詮人間のはず。好きの命があったとしても、精神の強さは人並みに過ぎる。彼女にとってこれはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ。フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば。僕はちゃんと僕に謝らないとね。この500年は彼女にとってはこの上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う過激だった。Gut, das ist traurig.Okay. Oh, ich darf mich frei bewegen, das ist ja mal was ganz Neues. Meine tägliche Mission habe ich abgeschlossen. Dann habe ich ja noch Zeit, meine Charakter zu wechseln. Aber gut, ich mache mal vorübergehend verlassen. Ich hoffe, man kann zu dieser Stelle dann wieder zurückkehren. Das klingt gut.Dann heißt es Tschüssikowski, bis zur nächsten Folge. Ich hab's geschafft. Ich mach mir dann was zu essen. Ja. Tägliche Mission habe ich auch geschafft. Zwei Dinge in einem. Passt bei ihr auch diesem Windgleiter? Oder der hier? Ich würde fast sogar der hier bei ihr anwenden. Ja, den hier habe ich oft genug. Halb. Jo. Hast du sie?無事今日の Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Stufe 28 erreicht. Und jetzt lasse ich euch. Bye bye!